Yo Leute und herzlich willkommen zu einem Ride and Road to Knife Unboxing hier auf meinem Kanal. Das wäre jetzt dann schon die vierte Episode und heute gibt es wieder 10 Kisten zum Öffnen. Es sind heute die Gamma 2 Kisten, da ist ein Wunsch von einem von euch war, wusste ich jetzt nicht, wie das sagen soll. Ich meine, Gamma Knives sind generell schon nice, die AKW ist sowieso auch nice, würde ich mich auch freuen. Die Farmers habe ich in Statefan, etwas laut. Aber würde ich mich trotzdem freuen, wenn ich die Farmers noch einmal ziehen würde. Gut, wir hätten schon mal den ersten Purple. Das würde dann bedeuten, es kommt dann noch 8-mal blau und dann einmal pink. Wenn wir die Quote beibehalten wollen. Aber ich hoffe, dass das nicht so ist. Denn ich hätte gern mal was Nices. So, da hätten wir dann auch schon das. Wie findet ihr denn eigentlich die neue Operation? Ich meine, angeblich, also die Drops sind bei dieser Operation hardcore. Also da gehen echt krasse Sachen raus, beziehungsweise werden da gedroppt. Ich wurde vorgestern angeschrieben, dass jemand schon eine AWP Medusa in, was war das für eine Position? Abgenutzt, glaube ich, gedroppt bekommen hat. Ich habe halt die Sunset Storm gedroppt bekommen bis jetzt, also ich habe auch noch nicht wirklich viel gespielt, habe jetzt 2 Sterne. Weil die Sunset Storm, also die Deagle, ist ja auch irgendwas mit 6 Euro wert. Somit habe ich den Operation Pass auch schon wieder drinnen. 2x Violett, was ist da heute los? Glock 18 Weasel. Noch kurz die Condition, Minimal. Ist jetzt eigentlich ja auch nichts Besonderes. Wie die Case neu war, hatte ich sie einmal gezogen in StatFN, war sie 25 Euro wert. Das war nice. Ja. Kann man mal das Knife robeln hier, damit da mal was. Oh, da war gerade die AK. Und dann wäre dann das eine Pink-Item da. Sprich, egal was jetzt kommt, das ist schon besser als die ganzen anderen Episoden, weil wir schon einmal Purple mehr haben. So, die letzten Kisten. Holen wir mal die AK, da sind die Farmers. 3-mal Purple, oha. Könnte vielleicht sogar noch einmal Pink kommen. Ihr könnt mir mal eure eure Drops, was ich so bis jetzt gedroppt bekommen hat von der Operation, in die Kommentare schreiben, würde mich auch interessieren, ob ihr dafür so viel Luck habt wie manch andere. Weil bei mir kann man das im Vergleich nicht von Glück reden. Wenn man die Sunset Storm mit einer, was, Medusa vergleichen will. Come on, Alter. Knife jetzt, ein Knife glaube ich jetzt sowieso nicht, aber die AK kann ich ja mal reinlacken. Ich glaube, ich habe bis jetzt auch immer die letzte Kiste Blind Edition gemacht und das mache ich jetzt auch wieder. Halte mir die Augen zu. Okay, warte, das mache ich so. Und hoffen auf ein Knife. Ne, das ist kein Knife. Und immer wenn ich mir die Augen zuhalte, überlichtet die Facecam. Das sieht FN aus, aber bin, okay, ist viel testet, aber dann gibt FN für Blue Shit. Ja gut, dann war's das dann eigentlich auch schon wieder mit dieser Episode. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat und würde mir auch sehr viel helfen. Kommentiert mir in die Kommentare, wie gesagt, was ihr schon für Drops bekommen habt oder was ihr jetzt von der Operation haltet, beziehungsweise sind ja auch neue Spielmodi und das Ganze drum und dran. Würde mich interessieren. Und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Like you trying to get stuck in it.